Konzerns. Zuliefer Bia GmbH muss seine Pforten schließen. Diese Insolvenz des Herstellers des Sterns, der Baden-Württemberg international bekannt gemacht hat, steht sinnbildlich für den Niedergang Baden-Württembergs als Automobilstandort, den Sie mit verschuldet haben. Ja, sehr geehrter Präsident, geehrte Abgeordnete, Felgenhersteller BBS in Schildach, insolvent, Automobilzulieferer Allgäuer Werke in Uhingen, insolvent, Dritter Plastik in Haslach, insolvent, Kienle Automobiltechnik Stuttgart, insolvent. Mit dieser Aufzählung insolventer baden-württembergischer Automobilzulieferer könnte ich die gesamte Redezeit füllen, aber dann würden wir ja den Verursacher dieser Insolvenzwelle im Automobilsektor in der Rede aussparen, nämlich die etablierten Parteien und ihre Regierungsentscheidungen sind direkt mitverantwortlich an der Deindustrialisierung Baden-Württembergs. Übrigens auch ein Paukenschlag, das wurde heute mal wieder nicht angesprochen, da sind wir wohl die informiertesten. Paukenschlag bei VW 10 Milliarden, will man einsparen am Personal, das wird auch einige Zulieferer betreffen und es wird auch weitergehen mit Daimler. Es gab schon 1 Milliarde letztes Jahr Personalabbau und es wird auch hier ein Paukenschlag irgendwann kommen, wenn wir diese Politik so weiterführen und das sollten wir steunigst vermeiden. Und selbst der Hersteller des Mercedes-Sterns, Zuliefer Bia GmbH, muss seine Pforten schließen. Diese Insolvenz des Herstellers des Sterns, der Baden-Württemberg international bekannt gemacht hat, steht sinnbildlich für den Niedergang Baden-Württembergs als Automobilstandort, den Sie mit verschuldet haben. Und wieso? Ganz oft ist der Grund derselbe: schlechte Zukunftsaussichten, Stichwort Verbrenner aus, unkalkulierbare Energiekosten und Standortverlagerungen. Und nein, Herr Reit, das haben Sie ja gerade hier erwähnt, die Unternehmen sind nicht weiter, sondern sie werden einfach gezwungen von Ihnen, von der EU, von der Bundesregierung, diese Klimaschutzregelung umzusetzen und ihre Industrie abzuschaffen. Das ist, was hier passiert. Die sind nicht weiter, sie müssen es halt tun. Das ist einfach eine Lüge, was hier immer wieder verbreitet wird. Und da muss ich schon ehrlich sagen, schon allein für die Fragestellung, man denkt sich ja manchmal, dass die FDP vielleicht irgendwann mal zur Vernunft kommt, aber schon für die Fragestellung, wie können Sie noch mehr Transformation bewerkstelligen? Schon die Fragestellung reicht für mich, dass Sie verdient unter die 5%-Hürde irgendwann kommen werden hier. Das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage. Es geht hier um konkrete Schicksale, auch wenn die SPD da wieder so tut, als ob sie sich darum kümmert. Sie schaffen ja die Arbeitsplätze mit ab. Über 200.000 Beschäftigte in der baden-württembergischen Automobilindustrie müssen tagtäglich Existenzängste durchstehen. Und im schlechtesten Fall folgt der Verkauf der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses, weil man die Kredite nicht mehr bedienen kann. Aber ich weiß, das lässt hier viele kalt in diesem Hohen Haus. Lieber kümmern wir uns um exquisite Unterbringung von Asylbewerbern. Das ist aktuell die Priorität, hat man heute auch gehört. Ihre wirtschaftsfeindliche Politik von Verbrenner aus, Atom aus und Energiewende haben zu diesen Zuständen geführt, zu einer drohenden Massenarbeitslosigkeit, zu teuren Energiepreisen, zu den teuersten der Welt. Unsere Wirtschaft schrumpft, die der Russen wächst kräftig und dank Sanktionswahn explodieren auch unsere Rohstoffpreise, Stichwort Gas. Faktisch, Ihre politisch gewollte Transformation der Wirtschaft, sie legt die Axt an unseren Wohlstand. Die Unternehmen flüchten reihenweise, wenn sie die Möglichkeit haben von ihrer wirtschaftsfeindlichen Politik und sie verlagern unzählige Produktionsstandorte dauerhaft weg von Baden-Württemberg. Und übrigens, es wurde auch angesprochen, nein, Ihr E-Auto, das wäre ohne staatliche Subventionen morgen am Ende. Das will kein Mensch. Das ist auch nicht marktwirtschaftlich. Das ist wirklich ein Mumpitz, was Sie hier erzählt haben. Und jeder sieht auch, das haben Sie immer wieder behauptet, dass die AfD gefährlich für die Wirtschaft ist. Wer ist denn in Landesregierung? Wer ist denn in der Bundesregierung? Warum sind wir als einziges europäisches Land in der Rezession? Das ist doch Ihre Verantwortung, nicht die der AfD. Und statt Märchen von grünem Wirtschaftswundern aus der Feder unseres Märchenonkels Habeck. Im Moment spricht der Herr Rupp und ich bitte, wenn entscheidend ist, eine Zwischenfrage zu stellen. Ansonsten hat der Herr Rupp noch 1 Minute Redezeit. Bitte sehr. Und statt Märchen von unserem grünen Wirtschaftsminister, der das Herr hauptberuflich sehr gerne kann, Märchen erzählen, was brauchen wir wirklich? Wir
brauchen stabile Standortfaktoren für unsere Automobilindustrie. Das heißt, günstiger Strom durch Kohle und Atom. Stopp der Energiewende und der Sanktionspolitik, EU-Bürokratie und den Milliardenabfluss baden-württembergischer Steuergelder abschaffen. Endlich geringere Steuer- und Abgabenlast. Rechtssicherheit statt extreme Grundrechtseinschränkungen. Das würde die Standortfaktoren stärken und die Automobilindustrie schützen. Und ich sage Ihnen eins, weil Sie das immer wieder behaupten, nein, dieser Klimawahn, die Energiewende und die Klimaneutralität ist nicht vereinbar. Und das weiß jeder normale Unternehmer in diesem Land mit einem Industrieland Baden-Württemberg. Deshalb bleibt die AfD der einzige politische Anwalt an der Seite der Arbeitnehmer, an der Seite der Unternehmen und der wirtschaftlichen Vernunft. Abgeordnete. Zum Abschluss muss ich wirklich sagen, mich irritiert es immer wieder und ich bin erstaunt, wie beratungsresistent dieses Hohe Haus ist. Wir fahren mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand und Sie sehen eigentlich, dass es in den Abgrund führt. Wir sind das einzige Land in Europa, das in Rezession ist und das wird auch immer schlimmer werden. Wann kehren Sie um? Muss die AfD erst bei 50% das Ruder noch rumreißen oder kommt vielleicht auch mal in dieses Hohe Haus die Erkenntnis, dass diese Transformation der Totengräber unserer Kern- und Schlüsselindustrie ist? Das würde ich mir wünschen, dass Sie das mal verstehen. Danke. Applaus